Rasputin. Telespiel heißt es jetzt wieder. Die nächste Paarung wird besonders interessant, denn jetzt ist unser prominenter Kandidat an der Reihe. Ich begrüße hier im Studio Mike Krüger. Mike, servus. So, hier ist dein Mikrofon. Steht die Zither? Nein, die Zither steht bloß noch drauf. Willst du lieber Zither spielen hier? Egal, ich beherrsche alles. Sag mal, das ist hier die richtige Einstellung hier. Sag mal, geht's dir langsam auf den Geist? Überall, wo du hinkommst, sagen die Leute, mein Gott, Walter, oder haben sie sich inzwischen wieder abgewöhnt? Ja, also jetzt nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber ich habe ja inzwischen noch ein paar andere Lieder geschrieben und jetzt haben sie auch schon ein paar andere Lieder kennengelernt, aber die sagen immer noch, guck mal, hey, Walter. Und, ist ja auch richtig, ne? Aber das Schlimme, du bist ja nicht zu verkennen, ne? Ja, ja, richtig. Ich meine, ich sage immer, im Showbusiness, da muss man gute Texte schreiben und gut aussehen, ne? Genau. Ja, Mike, wie stehst du so technischem Kram überhaupt gegenüber? Kommst ich hab zu Hause auch so ein Telespiel, natürlich nicht so eins mit, sondern so eins zum Drehen, ne? So. Ja. Da bin ich richtiger Fan von, aber ich mal sehen, wie das hier geht. Ja, eben mit Gitarre, ich meine, das ist natürlich ein doppelter Gewinn für dich. Du kannst also Gitarre üben dabei und ja, ein bisschen spielen, ja, ne? Ja, das durfte, ja. Dann mach mal vielleicht gleich hier so. Oh. Ah. Nur kann ich jetzt keine Griffe machen, ne? Macht nix, ach. Wie viel kannst du denn für Griffe? Ich kann sonst 4 Griffe. Okay, na, meine, den wirst du sowieso nicht alle unterbringen in einem Spiel. Einen Musiktitel hast du. Natürlich frei von Mike Krüger, war nicht zu finden auf die Kurze. Ja, ich hab, ich zweifle noch zwischen, mit 17 hat man da hab ich, Träume. Das habe ich mir gedacht, ja. Und Chai Coltrane. Ich glaube, ich nehme doch mit 17 hat man noch Träume. Prima. Welche Träume hat Mike Krüger mit 17 gehabt? Mit 17, da war ich gerade, was war ich denn da? Ach ja, da war ich gerade Schlagzeuger einer Rockband. Und da wolltest du so richtig mal bekannt ja, werden, ne? Bekannt wie Mike Krüger. Und da hat es doch nicht geklappt dann. Ach doch, komm mal her, wir tun noch wieder was für ja, dich. Ja, gut, alles also, klar. Also, ich stelle dir jetzt einen Telefonkandidaten vor, das heißt, wir kennen ihn ja schon. Das ist Herr Wetter mit dem Kamm. Herr Wetter, guten Abend. Ja, genau. Ein Butterbrotpapier hat sich gefunden? Ja. Da müssen Sie morgen die Stulle so in der Aktentasche ohne mitnehmen, ne? Morgen arbeite ich nicht. Na prima, da können Sie ja Neues besorgen. Ja, Herr Wetter, wollen Sie ganz kurz mal auf den Kamm tuten? Nicht so toll, der Mike kriegt schon Angst hier, Mensch. So, einen Musikwunsch haben Sie auch frei bei uns. Da haben Sie gar nicht überlegen können jetzt für lauter Kammsuche, was? Ja, ich habe die eine Platte von Elvis Presley. Also von Elvis Presley, da spielen wir das Medley für Sie. Ja. Das Elvis. Wird wohl nichts werden, Herr Wetter. Aha, das ist ja also mein Gott, Walter gegen alle Wetter. Das verspricht interessant zu werden. Der Mike wird also alles tun, um den Elvis zu verhindern, weil der so auf die Peggy Mart steht. Wir machen einen ganz kurzen Test. Der Mike hat schon gezupft. Sie können noch mal kurz pusten auf den Kamm und sehen, ob das reagiert. Noch etwas dicker. Prima. So, haben Sie einen großen Kamm, einen kleinen Kamm? Oder ein bisschen mittelmäßigen Kamm. Okay, ja, dann gilt das Kommando. Mike Krüger gegen Herrn Wetter. Telespiel ab. Tja, Herr Wetter, tut uns leid, es hat nicht ganz geklappt. Immer wenn er ein Tor schießen wollte, hat gerade ein Zinken im Kamm gefehlt. Ja, trotzdem hat Ihnen wenigstens die Sache ein bisschen Spaß gemacht. Ja, war nett.
Sie können das Butterbrotpapier wieder runternehmen und anderweitig verwenden jetzt und sich an dem Titel, den Mike Krüger gewonnen hat, erfreuen. Mit 17 hat man noch Träume. Herr Wetter, ich danke Ihnen schön fürs Mitmachen und Wiederhören. Wiederhören. Mit 17 hat man noch Träume, der Gewinn für Mike Krüger. Ja, und wir haben gedacht, Platte für Mike Krüger ist ein bisschen problematisch. Er hört nämlich nur Mike Krüger-Platten und die hat er alle schon, nicht? Aber ja, wir haben was anderes gefunden. Das sieht im ersten Moment wie ein Fallschirm aus, ist es aber nicht. Hast du eine dunkle Vorstellung, was sein könnte? Ja, ja. Ja, ja. Sieht aus wie so ein Rennfahrersitz fürs Auto. Von wegen Rennfahrersitz. Jetzt tut er wieder so, als wisst er von nichts. Mach mal hier. Es ist nämlich so, dass Mike Krügers Gattin ein Kindlein erwartet, einen kleinen Walter sozusagen. Und nachdem er ja die Hände frei haben muss zum Gitarrespielen, haben wir gedacht, hä? Wäre das was? Kannst du übertragen, ne? Musst du, klar, ja. Ich meine, aber der passt durch deine Frau bestimmt auch. So, hat wieder abgesattelt. Passt doch gut zu meinem Hemd. Ja, eben. Mensch. Na, hoffentlich. Bis das Kind da ist, wirst du ein neues Hemd anziehen, sag mal. Wann ist es denn soweit? Irgendwann Februar so. Februar, ja. Im Karneval kannst du es wieder anziehen. Ja, ja. So. Ja, jetzt kommt der große Moment. Wir kommen bereits zum Finale. Wir haben die Sache jetzt ein bisschen spannender gemacht. Wir haben bisher Tennis gespielt und haben jetzt ein anderes Spiel ausgesucht, nämlich ein Autorennen. Ihr könnt beide Auto fahren? So halbwegs, das ist die beste Einstellung. Und du? Ja, ja. Sowieso halbwegs. Stau mal wieder, er ist ja also auch mit seinen Liedern immer so auf der Autobahn zu Hause. Also kann nicht viel passieren. Ja, und dieses Autorennen funktioniert folgendermaßen. Jeder Kandidat hat ein Auto für sich, jeweils das Auto links unten. Und wenn man nun anspricht hier, reagiert das. Hier hat es auf der anderen Seite gerade geknallt und darum geht es gerade. Man muss Zusammenstöße verhindern. Der Gegenverkehr kommt also laufend und jeder Zusammenstoß gibt einen Minuspunkt. Also hat schon wieder geknallt. Ich versuche mal gerade ein bisschen hier zu spielen. Solange kein Gegenverkehr ist, geht's. Jetzt. Also auf der anderen Seite knallt es jetzt dauernd. Es ist ganz wichtig, dass man also immer versucht, den Autos auszuweichen, die von oben kommen. Falls kein Gegenverkehr ist, kann man jeweils auf der Seite bleiben. Und bisher haben also die Pluspunkte gezählt. 15 Tore war der Sieg. Jetzt handelt es sich um Unfälle, also gibt es Minuspunkte. Wer als erster 9 Unfälle gebaut hat, der hat sozusagen verloren. Je weniger Unfälle, desto besser. Jeweils, wenn es gekracht hat, genauso wie auf der Straße, fährt man wieder ein Stückchen langsamer und das Spiel wird also auch langsamer und danach geht es also wieder schneller. Habt ihr es im Großen und Ganzen kapiert? Prima. Jetzt die Musikwünsche bitte, Mike. Ja, ich wünsche mir jetzt Chai Coltrane. Mike, Chai Coltrane mit What's Happening to Me und Cloud mit Substitute. Cloud mit Substitute, also vielleicht sehen wir sie noch, die Mädchen aus Südafrika. Damit sind also die beiden Musikwünsche klar. Ihr habt noch einen ganz kurzen Test hier. Mit euren Autos. Willst du ganz kurz mal probieren? Also, unverkennbar Formel 1 hier. Oh. 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 Ah, das ist ein Gogo, hä? Aber, also wichtig ist es, dass man also hier bei Puste bleibt, denn wenn im richtigen Moment natürlich der Gegenverkehr zu stark wird, dann kracht es. So, wie gesagt, 9 Unfälle ist das maximal Vertretbare, dann ist das Spiel zu Ende. Kommando gilt für unser Tele-Endspiel. Telespiel ab! Oh, oh, oh. Hey!
Der große Preis von Baden-Baden. Ihr habt ja ein Sechstagerennen aus der Sache gemacht. Erholen wir uns erstmal bei Musik. Herzlichen Glückwunsch, Mike. Recht schönen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Ich darf auch noch sitzen bleiben hier und Chai Coltrane anschauen. What's happening to me? What's happening to me? Chai Coltrane. Gewonnen von Mike Krüger heute unser Endspielsieg. Und da gibt es natürlich das obligatorische Fernsehspiel zum mit nach Hause nehmen. Ja, sehr stark. Nur, da ich schon eins habe, habe ich gedacht, er hat so stark gespielt, gib's ihm. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe schon gedacht, ich komme jetzt billig zu einem Telespiel, aber war nicht. Ja, damit haben wir es für heute. Ich bedanke mich recht schön fürs Zuschauen. Vor allen Dingen bei den Zuschauern des NDR, die diesmal nicht mitspielen konnten. Das habe ich vergessen zu sagen. Vielleicht hat sich jemand die Finger blutig gewählt. Ab Januar gibt es dann auch für Sie die Möglichkeit mitzumachen, die Zuschauer von der Nordkette. Wir sehen uns hier wieder in Südwest 3 und die Hörer von Bayern 3 am 15. Dezember. Ich bedanke mich inzwischen und verabschiede mich bis zu unseren nächsten Telespielen. Wiedersehen. Applaus